Emerson Hewden ist eine Innenverteidigerin wie aus dem Katalog. Zweikampfstark, taktisch intelligent und obendrauf noch eine echte Torjägerin. Doch privat lässt es die Neuseeländerin ganz entspannt bei Coffee-Dates mit ihren Teamkameradinnen oder Spaziergängen in Parks angehen. Emerson ist eine der nettesten Menschen, denen man je begegnen kann. Sie ist sehr bescheiden, aber auch äußerst fleißig. Ich kann mich glücklich schätzen, sie als Freundin in Berlin zu haben. Sie ist eigentlich sogar mehr als eine Freundin für mich. Sie ist so ziemlich wie meine Familie. Sie wächst in einer Großfamilie in Hamilton auf, was rund 100 Kilometer südlich von Auckland liegt. Im zarten Alter von 4 Jahren entdeckt Spandaus Aushängeschild erstmals beim Schwimmtraining ihre Leidenschaft fürs Wasser. Es folgt noch ein kurzer Abstecher zum Flipperball, bis Emerson schlussendlich ihren Fokus auf Wasserball legt. Wasserball ist ein großer Teil meines Lebens. Ich glaube, es ist etwas ganz Besonderes für mich. Meine ganze Familie hat irgendwann in ihrem Leben Wasserball gespielt. Der Kampfgeist und starke Wille sollen sich auszahlen. 2017 debütiert sie erstmals für die neuseeländische Nationalmannschaft. Und seit dem Jahr ist Emerson für ihre Nation überall dabei. World League Superfinal, World League Intercontinental Cup, Weltmeisterschaft und aktuell bei der Weltcup-Serie in ihrer neuen Wahlheimat. Dort trifft sie mit ihrem Team unter anderem auf Deutschland, Großbritannien und Kasachstan. Wir präsentieren eine Familie. Wir können die Gefühle nicht erklären. Ich denke, dass es einfach ein sehr gutes Gefühl ist, auf diesem Niveau gegen alle anderen guten Nationalmannschaften zu spielen. Vor oder nach den Spielen verbringt die Modestudentin gern Zeit im Stadtpark Steglitz, der nur wenige Minuten von ihrer Wohnung entfernt ist. Hier genießt sie die Ruhe vor dem Sturm, schwelgt mit ihrer Nationalmannschaftskollegin Jessica in Erinnerung und tankt Energie für die anstehende Playoff-Phase in der deutschen Wasserballliga. Denn mit einem Doppelsieg gegen den SV Blau-Weiß Bochum beenden die Wasserfreundinnen Spandau 04 die Vorrunde als Tabellenführer. Einen großen Anteil daran hat vor allem Emerson mit ihrer überragenden Trefferquote. Emerson ist eine sehr talentierte Spielerin, vorne wie hinten. Hinten können wir sie gut als Center-Verteidigerin gebrauchen. Und vorne, sie ist unsere beste Schützin, macht am meisten Tore aus unserem Team. Emerson, Hewden und die Wasserfreundinnen haben sich gesucht und gefunden. Nun sind sie zusammen unschlagbar und bereit für den Kampf um die deutsche Meisterschaft.